Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge unseres Let's Play Together Ranch Simulator. Wieder mit dabei, die Susi. Moin. So, was sagst du? Wir müssen erstmal nach dem Schwein gucken, ja? Auf jeden Fall. Ja, dann kümmer du dich darum. Eins muss nämlich... Ich guck schon mal nach den Hühnern. Genau. So. Oh ja. Okay, wir müssen ein Schwein schlachten auf jeden Fall. Warte mal, ich mache erstmal das hier sauber. Machen aber auch einen Dreck hier. So, was haben wir da drin? 1, 2, 3, 4, 5 Eier. Sehr schön. Dann gucke ich in den anderen Stall, in unseren Zuchtstall. Ja, naja, da wird bestimmt noch nichts passiert sein. Da stehen übrigens die Milchkannen drin rum. So, was haben wir hier? 10 von 21 Futter, 9 von 21, 21 von 21 Wasser und hier auch nochmal 21 von 21 Wasser. So, hier ist ein Schwein. Mensch, komm mal. Ein Schwein mit Zitzen und dicken Bauch. Ach, nicht wirklich jetzt, okay. Gut. Und dann heißt das, ist das unser kleiner Eber hier. Ja, gut, weiß ich nicht. Ich habe es am Anfang nicht drauf geachtet, ob das vielleicht schon von Anfang an einen ziemlich dicken Bauch hatte. Das weiß ich nicht. Aber es sieht so aus, als wenn es breitbeinig läuft. Nee, das heißt ja im Endeffekt, wir brauchen dann, was? Ja. Wir brauchen dann, noch eine weitere Scheune hier für die Kühe. Mhm. Ja, da kommt dann hier dieses Windrad und Futterdingen da rein noch, oder dazu noch wieder. Gucke ich direkt mal. Würdest du denn aber das Windrad bitte auf der anderen Seite machen, damit wir noch eine Scheune hinmachen? Weil das ja, Windrad, natürlich. Ich frisst wahnsinnig viel Ressourcen. Ja, ich weiß. Dann ist gut. So, upsala. Noch ein Stück Fleisch draußen. Ja, so, das war's. Wo ist das Windrad? Ach, hier unten ist das wahrscheinlich. Das sind die Futtertröge, die bauen wir dann. So ein Getreidespeicher, genau, der kommt dann. Hier hin. So, und dann. Das Windrad, das kommt direkt daneben. So. Gut, und da kommt dann im Endeffekt die zweite Scheune daneben. Jo. Ich glaube, das geht so. Dann brauchen wir noch hinten Zäune. Einmal. So.
erstmal das Tor. So. Ups. Und dann muss ich das nochmal abreißen. Und das auch. Und das auch. Und die beiden reiße ich auch nochmal ab und fange von hier aus an weiter zu bauen. Ich glaube, das kommt besser. So. Gut. Da brauchen wir Zement und Metall, und bei dem anderen brauchen wir nur Metall. So, das kann ich erstmal alles stehen lassen hier. Ja, ich wäre soweit. Wenn du soweit bist, können wir meinetwegen los. Gleich, Moment. Ach, hast du das Holz hier weggeholt? Ja. Ah ja, gut. Innen drin liegt noch was, okay. So. Gut, dann lass uns losdüsen. Ich hole das eine Stück Holz hier noch. Ach ne, da sind noch zwei. Okay, warte, dann komme ich da hingeflitzt. Also im Innenraum der zukünftigen Scheune sind noch zwei Stück. Okay, viere. Oder vier sogar noch. Ja, gut. Im Vorbeilaufen greift sie das ab. So, wo ist die Karre? Ah, herrlich. Also brauchen wir keine Kühlboxen mitnehmen. Nein, natürlich nicht. Da habe ich einen kleinen Denkfehler gehabt, aber das ist nicht so schlimm. Denn die brauchen wir ja in erster Linie, wenn wir unterwegs einsammeln. Genau, nein, nein. Aber da bei den Bären geht das ja so. Genau. Ja, vielleicht funktioniert das ja irgendwann auch, dass man die Bären dann direkt einladen kann. Genauso wie jetzt hier die Rehe. Und der ging voll daneben. Das habe ich gesehen. Nein. Boah, hallo, das ist ein Reh. Es bleibt auch noch schön stehen, wenn ich nachlade, ne? Ja, aber wenn du fertig bist, dann bewegt er sich. So, ich habe gesehen, so, ich bringe den Wagen mit. Ich vergesse immer anzumachen. Ich habe dann immer E gedrückt und war wieder draußen. Ja. Oh, ich auch. Er fährt alleine los. So, jetzt. Okay, jetzt bist du da. Ups. Halt einfach drauf. Ach, hier haben wir auch noch Holz liegen. Ja, wir haben da überall ein bisschen rumliegen. So, hast du einen Regenschirm dabei? Ich habe eine Regenjacke an, das reicht mir. Moment, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ja die Knarre ziehen. Zeig mal, wie viel habe ich denn?
Nein, Quatsch, Knarre wollte ich. So. Dann gehen wir mal auf Yacht. Mal gucken. Die Bäume müssen hier weg, die nerven mich. Glaubst du ständig dran hängen? Nein, aber ich vergesse immer, wo der Weg ist. Ja, muss ja erstmal langsam hier laufen, nicht dass ich überrascht werde. Ich weiß nicht, ob bei den Rindern überhaupt schon eine Zucht möglich ist. Weiß ich Fällt nicht. mir mal gerade so ein. Kann sein, dass ich gleich zwei Stück mitbringe. Mach mal bitte deinen Revolver scharf, Habe ich. obwohl der eine da oben er ist. Ich habe 6 Schuss verfügbar. Von hinten hat er mich angegriffen. Ich bring einen mit, der hat gar keine Schüsse. Ach du Schiete, wenn ich jetzt Pech habe, bringe ich vier Bären mit. Das geht nicht. Also ich stehe oben auf dem Auto. Wenn du es schaffst, dann irgendwie im Kreis zu laufen oder was weiß ich, dann habe ich die Möglichkeit, zwischenzeitlich nochmal nachzuladen. Geht hier ab, sage ich dir. Kommt überhaupt einer mit? So, buff. Und da ist noch einer. Ich glaube das alles hier nicht. So, erstmal mit ein. Gut. Ah, oh, herrlich. Ups, da fliegt einer. Ja. Warte, mal gucken. Erstmal gucken. Sag mir mal, wie viel ich hinten am Schlepptau habe. Also ich sehe nur ein. Zwei. Erstmal. Ne, zwei. Okay, da muss ich mitmachen. Okay. Kommt noch einer. Der ist außerhalb. Ja, ich muss aber nachladen. Ich auch. Boah, jetzt renne ich hier zwischen den Bären rum. Ja, lauf immer um die Bären rum. Immer im Kreis. Ja, Okay, ich habe nachgeladen. Gut. alles. Dreie. Ah, herrlich. Mal gucken. Er hat mich erwischt. So, hier ist unten ist noch einer, das heißt, es geht ruckzuck. Ich will nicht wissen, was du mit dem Baum machst. Also, ein Schuss braucht er noch, wenn ich erscheine. Ach, herrlich. Da komm, Dicker. Ein Schuss bloß noch. Okay. Das waren jetzt Vier. vier. Warte mal, hier war doch oben irgendwo, war da noch was. In luftiger Höhe. Hier. Also einen habe ich gesehen, der ist da durch die Luft geflogen. Ja, der ist, den muss ich extra suchen. Der ist tatsächlich oben auf dem Berg gespawnt. Da ist einer. Einen haben wir da unten. Ich gehe mal davon aus, dass noch 2 Stück insgesamt da sind. Der ist tot. Ja, deswegen sage ich ja, so wie der durch die Luft geflogen ist, konnte ich mir das auch nicht anders vorstellen. Du müsstest hier hochkommen mit der Karre, weil der wäre. Aber warte bitte, ich will erst gucken, Ob da noch einer ist, genau. genau, ob es noch einen gibt. Weil das fand ich jetzt. Ich habe ihn nur zweimal angezielt und er ist tot. Ja, weil der geflogen ist. Ja. Na, fünf Bären? Ja, gut, dann sind es fünf Bären. Wir waren gestern nicht. Lass mich mal hier gucken. Ja, wie war das? Pro Tag 3? Und wenn du Dreier. einen Tag nicht jagen gehst, kommen 2 dazu. Naja, das ja, sind fünf Bären, ja, Ja. klar. Kommst du denn bitte. Nee, da unten, warte, da ist noch einer. Oh, Okay, nein, 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 dann nein, sind es nein, nein, wirklich nein. pro Tag 3. Warte. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo ich bin. Ich kann hier. Oh, warte mal, ich muss erst gucken, wo hier. Ich bin rot, ne?
Pass mal auf, leite mich mal bitte. So, pass auf, Ich bin laut. rot, du, ja, bei mir bin ich rot, genau. Andere Richtung, genau entgegengesetzt. Nach oben? Nein, da lang, genau, da geradeaus. Ich bin erschrocken. Blödes Spiel. Ah, komm, Jetzt ja, jawohl. immer geradeaus, genau. Oh, herrlich. Ah ja, jetzt sehe ich das Türmchen. Gut, kann ich gerade wieder ausmachen. Ah. Hat der schon was? Ja, zwei. Okay. Zwei Intus. So. Dann kommt Decker. Kannst du gleich die Karre mitnehmen? Der kaut noch. So, das war die Nummer 5 und Nummer 6 ist oben. Ja, und den nehmen wir dann das Fleisch mit. Weil den Bären Genau. komplett kriegen wir ja leider nicht mit. Nein, leider nicht. Ja, das kann ich und leider nicht ändern. Ich laufe Ja. vor, dann weißt du, wo wir hin müssen. Ja, mal Knarre weg. Okay. So, heimlich trainiert die Woche hier. Züppchen rennen. Er gibt Gas. So, denn hier links rum kann es jetzt vorfahren. Hier links muss er irgendwo liegen. Wenn er nicht, da hinten ist er. Sehr schön. Nimm ihn mal noch nicht auseinander, ich will was probieren. Alles gut. Da ist er, jetzt sehe ich noch. Okay. Nee, schade. Ich dachte, man kann ihn vielleicht ziehen oder irgendwie was. Ja, das dachte ich auch schon mal, aber das Nee, geht geht nicht. tatsächlich nicht. Geht leider nicht. Ja, gut, ich meine, das ist passiert, was soll's? Ist jetzt nicht so Ja, nee, wild. wäre ja ein Versuch wert oder war ja ein Versuch wert. Auf jeden Fall. Okay. Gut. Ab Richtung Heimat. In welche Richtung ist das? Sag mal, 7 Stücke Fleisch hat der gebracht? Nein, vier. Wir hatten drei noch drauf von dem Reh. Okay. Jetzt habe ich mich aber. Ja, natürlich, natürlich. Du fährst total verkehrt. Oder so. Ich muss ja erstmal gucken, wo ich bin. Okay. Auf der Straße weiter erstmal. Jetzt sind wir am Baumarkt. Und da müssen wir in die Richtung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ist richtig. Jawohl. Elegantus, elegant. Noch ein Stück, genau. Ja, das Problem ist, das hier abzuzirkeln, wo du stehen bleibst. Guck mal nach, ob der das anrechnet. Hühnerfrikadellen, Rinderfrikadelle und Milch. Ja, wir haben wir nicht. Nee. Ändert Nein, sich. ich wollte es nur sagen. So, siebenmal Wildfleisch. Jetzt haben wir 1381. Bei mir kriegen wir keine Kuh mit, ne? Nein. Gut, wir müssen sowieso erstmal den Stall bauen. Das wäre jetzt Blödsinn, jetzt zu sagen, wir holen jetzt schon eine Kuh. Aber ein Schwein müssen wir holen. Tag ist vorbei. Okay, also da lang. Lass mich doch raus. Ich mach schon um. Ich mach wieder das Holz fertig und du holst Schweinchen. Gut.
Denn wir brauchen ja eh gleich das Holz. Und dann bring doch gleich noch das andere mit hier. Wie heißt denn das? Eisen und Zement brauchst du doch, oder? Ja, immer mit der Ruhe. Wir hauen jetzt nicht die gesamte Kohle gleich wieder raus. Wenn irgendwas schief geht, haben wir nämlich sonst gar nichts mehr. Wir haben noch Dings da zu liegen. Ja, ich weiß, wir haben noch was da und deswegen lass uns das erstmal aufbrauchen alles. Also ein Schlachtschwein, ja? Das ist schon auseinandergenommen. Das liegt auf dem Nein, ich Heimweg. meine, soll ich mitbringen? Ja. Eins, gut. Ich weiß ja nicht, was da in dem anderen Schweinestall passiert. Sprichwörtlich. Oh, ich hab's wieder vergessen zu kaufen. Ich renne dann raus und hab's noch gar nicht bezahlt. Was Jetzt ist sicher los mit mir hier? nicht in diesem Spiel. So, Milchkanne und so weiter hatten wir alles schon. So, ich bin jetzt mal frech und hau tatsächlich die Kohle raus. Was hast du denn jetzt gekauft? Die elektrische Wurstspritze, dass ich nicht mehr Das ist nicht kurbeln dein muss. Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe keinen Bock auf Kurbeln. Du kurbelst ja auch nicht. Das ist ein Avatar, der kurbelt. Ja, ich muss das aber mit der Maus machen, das nervt. So, gut. Ich liefere kurz das Schwein bei dir ab und fahre dann zum Tanken. Nein. Keine Chance. Ich bin hier am Wurstaufhängen. Okay, gut, mache ich das selber. Genau. Dann fahre ich direkt durch zum Tanken und fährt das Schwein halt mit. Ja. Ich wollte tanken, bevor es dunkel ist. Alles gut. Sag mal. Ich komme an dem letzten Haken da nicht ran. Das macht mich richtig kribbelig. So. Gut, Dings ist voll. Ja, bei der Kuh müssen wir sowieso aufpassen, dass wir da pünktlich auch hier sind, ne? Ja. So. Also ich sehe keinen dicken Bauch, aber gut. Kann sein, dass das von Anfang an so war. Wir machen erstmal sauber. Ups. Oh, ich habe sie gehört, wie sie gefressen haben. Echt, haben sie geschmatzt. Aber richtig, sag ich dir. Olle Ferkel. Nee, man kann man ja nicht mehr sagen. Was war das? Hast du geschossen? Nein. Ich habe nicht geschossen, sondern da stand ein Baum im Weg. Natürlich stand ein Baum. Der ist mir voll vors Auto gesprungen. Ja, klar. Bleib drinne, Huhn. So, Tür zu. Habt ihr hier noch mehr voll gemacht? Nein. Gut, sehr schön. Oh ja, zwei Eier.
So, erstmal Licht aus. So, So. das rausnehmen. Ach ja. So, genau. Das dahin. Das kann aufs Auto drauf. Kann ich das noch nicht reinlegen? Doch, jetzt. So, nicht Produkt nehmen, sondern das hineinlegen. Einschalten, einschalten. Das ist doch angenehm. So, das nehmen, hineinlegen, das nehmen. Das rein, das wieder hin, einschalten, einschalten. Unterm Strich geht es dann auch etwas schneller. Ja, aber es bringt uns kein Geld. Also daher hätte ich was gesagt, hätte ich gekurbelt. Weil, wie gesagt, da hätte ich dann doch lieber eher den ganzen, das ganze Eisen gekauft. Jetzt haben wir eine Frikadelle. Es ist schon spät am Abend. Oh, ich finde den Snap-Punkt nicht mehr.
Gut, die Box ist leer. Super. Gut. Ja, gerade wenn es jetzt darum geht, das abends schnell fertig noch zu machen, noch geht das mit dem elektrischen definitiv schneller. So, hier draußen haben wir nichts mehr. Das heißt, morgen früh kriegen wir noch ein paar dazu und können dann auf einen Schlag verkaufen. Was kriegen wir dazu? Fertige Würstchen. Die sind Ja. jetzt bei 70 und 69%, habe ich gesehen. Gut. Langer Tag gewesen. 1 Uhr durch. Ups, liegt schon im Bett. Natürlich. Gut, damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns wird es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann, tschüss.